Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute hier in der Rechtsanwaltskanzlei Lexa und wir reden über ein extrem spannendes Thema, nämlich über Unternehmensnachfolge. Mit mir hier ist heute Herr Dieter Wolf. Herr Dieter Wolf ist Vorstandsvorsitzender des UNCD e.V., des Unternehmensnachfolgezentrum Deutschland e.V. Und bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Wolf, vielleicht ganz kurz. Bei der Unternehmensnachfolge ist es ja üblicherweise so, man denkt an einzelne Aspekte, man denkt an das Rechtliche, man denkt an die Steuern, man denkt vielleicht an die Finanzierung der Nachfolge. Was man aber oftmals nicht berücksichtigt, und man müsste es viel, viel mehr berücksichtigen, das sind zwischenmenschliche Fragen, zwischenmenschliche Probleme. Und Herr Wolf ist Business Coach für Unternehmensnachfolgeprozesse. Und da stellt sich mir gleich die erste Frage, Herr Wolf. Wie ist das? Welche Bedeutung haben Konflikte bei der Unternehmensnachfolge? Die haben in den meisten Nachfolgen ganz erhebliches Potenzial. Wenn man Unternehmerfamilien fragt, bekommt man sehr oft die Antwort, in Unternehmerfamilien gibt es erstens häufiger Konflikte und sie sind deutlich heftiger. Das hat seine Gründe in der speziellen Konstellation aus Familie und Unternehmen. Wenn dieser Konflikt da besteht im Rahmen der Unternehmensnachfolge, muss ja irgendjemand loslassen, normalerweise der, der das Unternehmen übergibt. Welche Rolle spielt dieses Loslassen im Unternehmensnachfolgeprozess? Das Loslassen der Übergebergeneration ist ich würde sagen, das zentrale Thema. Wenn man schaut, in der Regel werden Unternehmensnachfolgeprozesse viel zu spät begonnen. Oft nur ein oder maximal zwei Jahre vor dem eigentlichen Zeitpunkt. Und das ist einfach zu spät. Wenn man dann guckt, wo die Gründe dafür sind, dann ist nicht selten, dass die übergebende Generation sich einfach schwer tut, loszulassen, Kontrolle abzugeben, sich schwer tut, loszulassen, weil sie noch gar keine wirklich begeisternde Perspektive für ein Leben danach dann eigentlich hat. Wenn Sie das jetzt so erzählen, dann ist doch aber eigentlich die Lösung einfach. Der Übergeber muss sich mal so ein bisschen darauf einstellen, dass er halt das Unternehmen loslässt und abgibt. Und um das Ganze fair zu machen, gibt er einfach das Unternehmen zu gleichen Teilen an seine Nachkommen. Aber genau das ist ja ein großes Problem. Wie ist denn das mit diesem Denken von Verteilungsgerechtigkeit? Wie ist das? Gibt man wirklich alles einfach zu gleichen Teilen allen oder sollte man da auf ein bisschen was achten? Da gibt es sehr viel zu beachten. Zum einen, jedem das Gleiche geben heißt unter Umständen, den Fortbestand der Firma zu riskieren. Denn meist stellt das Unternehmen ja den größten Wert des vererbten Vermögens dar. Und wenn man dann sagt, okay, der eine Sohn meinetwegen bekommt das und muss dann die anderen Geschwister auszahlen, ist das unter Umständen eine finanzielle Belastung für das Unternehmen, die entweder sofort zum Scheitern führt oder dann erst später meinetwegen notwendige Mittel für Innovationen fehlen lässt und dann letztendlich zum Scheitern führen kann. Aber selbst, das ist ja das Interessante an dem Thema, selbst wenn man sagen würde, okay, man tut jetzt mathematisch genau den Kindern gleiche Werte zukommen lassen, heißt es noch lange nicht, dass dann schön Frieden in der Familie ist, weil Verteilungsgerechtigkeit ist ein sehr subjektives Empfinden. Also jeder empfindet einen anderen Wert oder eine andere Größe als gerecht. Und wenn er die nicht bekommt, gut, dann habe ich einen Konflikt im Haus stehen. Und dann sind wir wieder genau bei unserem Eingangsproblem, nämlich den Konflikten. Ich habe noch eine Frage. Wenn jetzt diese Konflikte da sind, wie sieht dann die Hilfe aus? Was kann der UNZD machen? Wie bekommt man jetzt professionelle Hilfe in diesem Unternehmensnachfolgeprozess? Gut, die ersten, die vermutlich mitbekommen, dass entsprechend Konflikte hier im Prozess mit drin sind, sind oft die Fachexperten,
Steuerberater, Anwälte, die an manchen Punkten merken, irgendwie kommt man nicht weiter. Dafür muss es einen Grund geben, der ist auf Sachebene nicht zu entdecken, weil da ist eigentlich alles klar. Dann sind die Fachleute im UNCD darauf sensibilisiert, zu gucken, okay, liegt da unter Umständen was im emotionalen Bereich vor und bringt dann die Kollegen, die darauf spezialisiert sind, mit ins Boot. Die haben entsprechend Erfahrung, was sind Hintergründe für Konflikte, wie lassen sich solche Konflikte entschärfen, auflösen, sind es überhaupt Konflikte oder sind es eigentlich nur Interessensunterschiede, die ich natürlich viel leichter bearbeiten und auflösen kann, als wenn ein massiver Konflikt da ist. Und vor allen Dingen, die Fachleute wissen auch, was bringt eigentlich solche Konflikte immer wieder zum Aufflammen oder führt letztendlich zu so einer Eskalationsspirale und wie kann ich unter Umständen diese Spirale stoppen. Da ist mit Eigen- und Selbsthilfe oft keine Möglichkeit mehr. Und dann ist es ja gut, dass es Spezialisten gibt und insbesondere im UNCD sind die ja zusammengefasst und dieses Potenzial kann man dann gut nutzen. Herr Wolf, vielen Dank für dieses Interview und diese interessanten Einblicke in das Problem Konflikte und Konfliktbewältigung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf allen weiteren Nachfolgeprozessen. Vielen Dank.